Yeah, Leute, willkommen zurück bei Siedler 1, Mission 20. Genau, ihr könnt es richtig sehen, ihr könnt lesen. Ihr habt es richtig gelesen. Hier steht Mission 20 Level. Mission 20 Level. Passwort Bacon. Falls ihr es auch spielen wollt, könnt ihr es ja mal eingeben. Ich weiß nicht, ob ihr auch Siedler 1 spielt, aber ich denke mal, wer sich das anguckt, wird es selber vielleicht auch zocken. Und wenn es euch gefällt und ihr wollt wirklich noch wissen, wie es weitergeht und täglich meine Folgen verfolgen, dann abonniert mich doch einfach. Ganz einfach, ein Klick, ein Abo und einen Daumen hoch, wäre ich euch sehr schwer verbunden. Und wir fangen einfach mal an. Start. Oh, schöne Land. Wir sind hier, zwei Gegner haben wir. Okay, sieht natürlich noch etwas... Oh, wir sind hier total drin, sicher? Das sieht ja natürlich gut aus auf den ersten Blick. Aber der Schein kann natürlich trügen, dass wir hier überhaupt gar nichts haben. Deswegen fange ich erstmal an, hier ein bisschen absichern. Und ganz am Anfang, wir haben es in den letzten Missionen, oder in den letzten Missionen habe ich euch gesagt, was ich mache. Ich werde nicht komplett füllen diesmal. Ich würde eher meine Einheiten etwas zurückhalten. Jetzt habe ich gerade meinen Popschutz angespuckt. Lecker. So, dann werden wir natürlich erstmal von hier hinten her schauen, dass uns da keiner besucht. Ist ja nicht gerade angenehm, wenn man von hinten eine kriegt, ne? Deswegen bauen wir erstmal hier. Hinten. Zu. So. Und dann gehen wir auch gleich noch in die Richtung hier. Und machen zu. Da wollen wir natürlich auch nicht gestört werden. Nö. Muss nicht wirklich sein. Hier rüber werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Nee. Beabsichtigt. Wollen sie nicht. Wir haben auch gar keine Möglichkeit, irgendwie dahin zu kommen. Überhaupt nicht. Schade. Okay, also dann gehen wir in die Richtung weiter. Erstmal werde ich jetzt für Holz sorgen. Ganz wichtig. Nicht, dass wir es noch verkacken. Dann baue ich jetzt hier erstmal die Sägerei auf. Dann baue ich hier einmal einen Baumknutscher und einmal hier einen Holzfäller und... noch ein Holzfäller, vielleicht hier unten irgendwo. So. Bisschen weit auseinander, ist schön. So ist es richtig. Verbinden den ganzen Spaß miteinander. Toll. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Nee, habe ich nicht. Wir kommen trotzdem noch rüber. Ist vielleicht vom Weg her jetzt etwas umständlich. Nö, eigentlich nicht. Macht ja nichts. Okay, passt. So, Holz haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Stein. Halt. Moment. Das ist ja natürlich auch wichtig. Ein Steinmetz. Gehört zu jedem zu jeder guten Familie gehört ein Steinmetz. Ist ja wohl klar. Wie viele Wege dürfen wir noch bauen hier? Ein. Da machen wir dann die Verbindung gerade mal hier runter. Zur Erweiterung. Und wenn wir schon mal hier sowas bauen dürfen, nehmen wir gerade so eine kleine Festung. Was heißt Festung? Kleinen Außenturm, Postenturm. So, und genießen nun die Aussicht, wie sie bauen. Im gleichen Zug. Moment. Beobachten wir mal, was die hier so treiben. Die gehen schon an den Berg. Werde ich dann auch gleich machen. Ja, mal gucken, was hier so Leckeres gibt für uns. Hier kommen wir auch nicht durch, oder? Irgendwie. Wenn dann eher hier vielleicht. Dann wir uns dann nach oben arbeiten. Aber da wird uns der hier dann schon in die Quere kommen. Scheiße. Der wird auch von der Seite hier, oder? Oder eher nicht. Okay, ich probiere jetzt mal was. So, wenn ich jetzt von hier ausgehe. So, ihr werdet euch jetzt wundern, was ich da gerade alles mache, aber ich versuche hier was. Deswegen baue ich jetzt auch gerade so viel. Nicht erschrecken. Habe ich hier noch einen Außenposten? Nee, ne? Dann brauche ich hier noch einen zu meinen Holzfäller schützen. Ich hoffe, das klappt ja auch so, was ich da jetzt gerade mache. So, da laufen schon die ersten raus.
Was? So wenig Waffen? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Okay. Ich habe mir gerade was überlegt. Soll ich das wirklich jetzt probieren mit den nicht ganz besetzen an der Front? Weil jetzt wird er sowieso nicht komplett besetzt. Bis die hier zumindest mal hier unten sind und das geht eine Weile, ne? Also kann ich ja eigentlich theoretisch doch komplett besetzen. Machen wir mal. Ich weiß nicht, ich traue der Sache nicht. Ich glaube, ich vermute, dass ich hier ziemlich Arschkarte kriegen werde, was Materialien angeht, also rohstoffmäßig, technisch hier. Kann ich mir gerade irgendwie vorstellen, dass es nicht so prickelnd sein wird. Aber wir werden sehen, indem wir hier einfach mal eine Testbohrung machen. Kann ja sein, ich täusche mich. Einen Geologe kriegen wir mal. So. Gold kommt auch schon. Ach du Scheiße, ey. Das wird was. Gebäude besetzt. Halt, das haben wir ja, das wissen wir schon. Was? Notprogramm eingeleitet. Ah, okay. Weil, das Holz geht aus. Klar, wir haben ja auch am Anfang, zu viel nebenher gebaut. Aber macht nichts, wir sind ja gerade dran. Gehen sie echt aus? Oh, Notprogramm, ja, tatsächlich. Jetzt bauen sie natürlich erstmal die Holzfällerhütten und die Sägerei fertig. Was ja auch natürlich gut ist, wenn sie das machen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sie hier oben findet. Die Geologe. Ich hoffe ja nur Gutes. Wäre ja fies, wenn jetzt hier... Ah, gut, schon mal Eisen, das ist schon mal sehr gut. Was hat denn der hier schon alles? Der noch gar nichts. Der wird aber hier bald auch suchen und finden. Der hier hat auch noch nichts. Guck mal, die sind schon voll Body. Die wollen unbedingt zum Ding rüberkommen hier. Der hat schon Kohle gefunden, der Arsch. Eisen, Eisen. Sehr gut. Such ruhig weiter. So, ihr dürft natürlich auch die Sägerei bauen. So, die erste Holzfällerhütte ist fertig, die zweite auch. Jetzt fehlt mir nur noch die Sägerei. Kohle! Gucken wir hier auch noch ein bisschen was. Krieg ich noch mal einen? Ah, ich krieg noch einen Geologe, das ist nett. Hier nicht, hier nur einen. Macht ja nichts. Wir haben voll wenig Waffen. Voll fies sowas, ne? Das finde ich voll nicht nett, sowas, ne? Das ist doch blöd. So, und wenn der hier gerade mal so schön wieder, habe ich gesehen, kriegen wir hier, geht nicht. Wieso nicht? Ach so, zu wenig Besetzung drin, deswegen. Ich kann ja gar nicht tauschen. Keine Feinde in der Nähe. Ha. Wir haben ja eine Schonzeit, bis die an uns rankommen hier und da. Und, oh mein Gott, die versuchen hier natürlich jetzt mit allen Mitteln hier auch ranzukommen an das schöne Rohstoff Gold und so Zeugs. Nicht jetzt. Da oben. So, wenn jetzt hier das Teil mal steht, dann ist unser Notfallprogramm erstmal aufgehoben. So, Eisen sieht ja schon mal gut aus. Aber von dem allein können wir nicht leben. Wir brauchen Gold. Unbedingt. Komm schon, mein Freund. Los. Drüben geht's auch nicht weiter. Hier sind die Baumeister ausgegangen, oder was? Was macht ihr? Komm raus jetzt da. Ist ja echt unglaublich. Ich frage mich gerade, warum... Hä, wieso geht's denn hier hinten nicht weiter?
Die haben doch hier schon wieder was fertig gebaut. Die müssen normalerweise zur Verfügung stehen. Ach, die sind jetzt wahrscheinlich Geologen geworden. Die zwei. Ach, scheiße. Klar. Voll vergessen. Ups. Tja, kann ich auch nichts dafür, ne? Okay, Notfallprogramm wurde wieder abgesetzt. Ah, deswegen. Guck, jetzt kommen sie. Ah. Weil wir hier genug Material haben, zum das fertigstellen, deswegen. Kohle. Kohle und Eisen. Wo ist jetzt mal Geologe hin? Ach, da oben. Du, ich möchte gerne nochmal einen haben. Okay, nicht mehr. Schade. Ich hoffe, dass wir hier auch mit Gold versorgt werden. Das wäre ja richtig klasse. Aber natürlich wird es dann hier oben gefährlich für meine Siedler. Gold! Ja, leck mich doch. Das sind nicht mal gute Neuigkeiten hier, ne? Aber ich kann nicht mal bauen da oben, du Arsch. Hey, weg, weg. Komm, jetzt find noch mehr hier ein bisschen. Mach mal hier keine Faxen, jawohl, das sieht doch mal gut aus. Da kann ich wieder bauen noch hier. Ja, so muss es sein. Die haben alles vor die Nase gesetzt gekriegt hier. Die haben gar nichts. Die dürfen auch nichts haben. Ich greife sie gleich an. Arschlöcher. Genau, wird gepudelt da, wo ich bauen kann. Ja, Kohle ist auch gut. Haben wir aber schon da oben. Kannst du auch noch ein bisschen was anderes finden, außer das jetzt hier? Vielleicht noch ein bisschen mehr Eisen? Ah, ich krieg nochmal einen Geologe. Oh, ich krieg zwei Geologen. Ach, die sind aber sozial heute. Junge, Junge. So. Unteroffizier, Obergefreite. Ach, das ist ja wunderbar. Die sind ja hier unten. Die Wichser. Die kesseln uns ein hier. Ach du Scheiße. Oh meine Güte. Da müssen wir uns aber ganz schön schützen hier runter. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich unten weiterkomme. Oder hier raus noch irgendwie ein bisschen. Toll, Wüste. Bringt mir nicht viel, aber doch, bringt mir was. Okay, ich bin hier. Was? Jetzt sehe ich das erstmal. Guck mal, das ist ja voll fies. Die haben mich... Warte mal, ich muss was tun. Guck mal, die haben mich voll eingekesselt hier. Da. In dem... Und nach oben auch. Hier soll ich überleben, Alter. Ich glaube, ihr wollt mich verarschen oder so. Gleich mal die Goldmine anschließen, ey, sonst kriege ich hier gleich Paranoias. Können wir hier irgendwo Eisen? Ich will nicht so weit hochgehen, weil die kommen nachher von der Seite und dann werden sie mich garantiert irgendwie von hinten nehmen. Also, nicht falsch verstehen halt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, natürlich wisst ihr, was ich meine. Schwul. Voll gay. So, ihr dürft gehen. Ich habe genug gesehen. Vorerst. Ich baue hier einmal eine... So eine. Und werde es auch gleich befestigen. Hier runter. Weil die Feinde rücken näher. So. Und hier haben wir die Gold. Haben die auch Gold? Bis jetzt noch nicht. Aber Eisen. Die? Ne, das bin ja ich. Die? Die haben gar nichts. Da hinten vielleicht. Also... Wenn die Gold finden, muss ich natürlich gleich angreifen. Die müssen natürlich gucken, dass ich die wegkrieg. Was, diese wollten an dieser Stelle was gerufen werden? Ne, wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, was ist nicht vielleicht hingekommen? Gold, weiß ich. Hab ich ja schon angefangen. Gebäude besetzt, auch schön. Das passt mir jetzt gar nicht hier. Hier muss ich noch mehr bauen, ey. So. Und hier auch. Nee, sorry, aber ich muss hier echt absichern hinten. Die werden sonst voll brutal hier. Also hier hinten muss ich auf jeden Fall dicht machen. Und hier, werde ich auf jeden Fall was Größeres hinbauen und das nach und nach befüllen. Geht nicht, scheiße. Dann
muss ich warten. Wieso kann ich nicht hier was bauen? Doch, hier geht's doch. Ich muss hier weg. Vielleicht packe ich's ja. Nein, das wird nicht reichen. Nein, ich komme hier hinten nicht weg. Ich sehe es kommen. Es wird mein Grab sein hier hinten. Das Einzige, was ich mal machen kann, ist, wenn sie hier sind, dass ich dann hier was einnehme. Da nach hinten. Das sind Schrücken, die mir die ganze Zeit auf die Pelle und auf sowas habe ich echt keinen Bock. Also gut, Freunde. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ich mache ein kleines Päuschen und wir sehen uns dann gleich wieder. Bleibt dran.